Na, kannst du nicht mehr wegrennen? Hm? Oh. Ah, du warst unsichtbar. Na, kannst du dich schon? Ich hab dir so einen schweren Sturmwerfer, der beschießt mich mit Plasma. Also mit Brutze. Schön. Mach mal. Danke fürs Aufladen. Oh, eine Speckops Frostbeule. Die muss wirklich aufgewärmt werden. Okay, ich liege. Ich weiß nicht warum und wo der Gegner ist. Ich stehe irgendwo mittendrin. Otter ist direkt vor mir und dreht sich weg. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Okay. Das war jetzt etwas munitionsintensiv. Ja, ich bin auch wieder auf 1600 Schuss MG runter. Das Geld gibt's hier gut. Jo. Und da gibt's den nächsten Verkaufsautomaten. Und eine Wächtermarke. Ah, da vorne ist dann auch der Endboss-Part. Dann haben wir uns ja quasi durchgekämpft. Dann können wir jetzt zurückgehen. Da kommen bestimmt jetzt hier so drei Dinger, da so Aufzüge. Ja, drei Aufzüge für jeden einen. Ja, für uns alle vier drei Aufzüge. Ja.
Was? Bei Endgegnern in Borderlands durchs Loch springen? Soll ich noch auf Blackie warten? Was? In Borderlands bei Endgegnern durchs Loch springen und auf Blackie? Ja, das ist normal. Hallo, warum habt ihr nicht schon mal angefangen? Weil wir freundlich und höflich und nett sind. Außerdem können wir überhaupt nicht lügen. Wir wollen, dass du auch drauf schießen kannst, bevor wir es töten. Genau. Na dann. Ja, dann. Ich warte hier oben. Na, es ist also nur ein kleiner Gegner, alles klar. Sieht nett aus. Freundlich. Rotan! Der Invincible. Schön. Schöne Kügelchen. Also, das ist definitiv dein Ziel. Heiz dem Riesenbastard ein. Okay. Ja, ja. Siehst du, deswegen haben wir auf dich gewartet, Blackie. So, bitte. Ja, ja. Was schießt man mit dem? Du stirbst, danke. Ah, Zenturionen. Oh, ich, Diege, mag mich jemand aufheben? Otter, 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 Otter? Du rufst du? Rechts von dir, vor dir? Ja, hab ich. Danke. Hi, Gatta. Ah, thank you. Otter, 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 Otter? Magst du uns beide aufheben? Was? Ah. Oh, Wo steht denn diesmal? Ach da. Direkt hinter dir. Ja, ja, ich hab euch schon gesehen. Bin tot. Egal. Komm wieder, keine Frage. Und heute ist nicht das Ende aller Endgegner-Tage. Okay, schön. Auch beim Endgegner ist es das ist ja toll. Stimmt. Ja, Blackie, Otter, es obliegt an euch. Otter, es liegt an dich. Du schaffst das, der hat fast kein Leben mehr. Ich dachte, das wäre ausgeschaltet. Ich hab's nicht ausgeschaltet. Irgendjemand sagt, er hätte es ausgeschaltet. Bin davon ausgegangen, dass es aus ist. Schnell, erledige doch jemanden. Ja, können wir lachen. Nicht dich selbst. Ach so. Ja doch. Wir sind zumindest nicht mehr ganz hinten angefangen. Das ist schon mal ganz gut. Das ist, glaube ich, Zeit, ein wenig Munition zu kaufen. Immer gerne, Kammerjäger.
Muddy One Heavy Industries. Okay. Die sind hier also heavy. Ach, nicht Deko hat schon was zum Spielen gefunden. Das war nicht so optimal. Direkt vor dem Speckops-Etzer-Schwergewicht. Genau, Digga, Guacamole. Aber in der Hölle. Ja. Wenn du in die Hölle kommst, dann bring Guacamole mit. Habe ich verstanden. Ja, das ist heiß. Wie bei Mexikaner. Ja. Deswegen brauchst du auch Guacamole. Schon wieder. Das war's dann wohl mit deinem Urlaub. Jetzt musst du durcharbeiten, sterben. Ja, würde sie wenigstens direkt schießen, statt indirekt. Dann wäre sie ja noch halbwegs okay, aber so macht sie halt hauptsächlich Schaden. Was ist der Sinn einer Waffe? Ja, sie müsste halt noch treffen, das wäre super. Aber dieses indirekt Feuern ist halt... Indirektes Feuern ist halt nicht für jeden. Dex, bleib stehen. Was? Willst du etwa im Dreck sterben? Ah, kann ich
Ja. Oh, mag mich jemand aufheben? Danke. Zwar kein Bier, aber auch nicht schlecht. Sehr schön. Wir brauchen einen Kampfsoldat. Na gut. Blecki rennt lieber weg. Muss er nur jemanden töten, das geht doch schnell. Ja, ich weiß, aber Decky rennt lieber weg, als sich helfen zu lassen. Beschwert sich hinterher, dass man ihm nicht geholfen hat. Wie hilft mir jemand? Ja, ja. Dann ist er wieder wochenlang nachzeigen. Ja. Oh, das ist was für ein Otter. Oh, great. Was immer das ist, ich nehme es. Nein, Dex, tu's nicht. Du wirst nicht überleben. Nein, das stimmt. Aber guck mal, den ganzen Schrott, den wir da vorher droppen lassen haben, der liegt da immer noch. Echt? Ja. Okay. Nett. Nicht gut.